Bei Kündigung deines Festnetzvertrages bekommst du von uns eine Abschlussrechnung. Nicht wundern, wenn diese Abschlussrechnung ein paar Tage später kommt, als wie du es gewohnt bist. Der Einfachheit halber warten wir bis zum bestätigten Kündigungsdatum ab und erstellen dir so eine allerletzte Rechnung, in der alle deine genutzten Dienste dann abgerechnet werden. Der Hintergrund dabei ist, dass deine monatliche Grundgebühr im Voraus berechnet wird. Dagegen werden deine monatlichen Nutzungsentgelte im Nachhinein berechnet. Das heißt, solltest du deinen Festnetzanschluss zum 12. August gekündigt haben, so bekommst du jetzt nicht, wie du es gewohnt bist, Ende Juli deine Rechnung, sondern wir warten dein Kündigungsdatum, in dem Fall den 12. August, ab und erstellen dir erst dann deine allerletzte Rechnung inklusive des Zeitraums vom 1. bis zum 12. August. Darin enthalten können jetzt natürlich noch die Verbindungsentgelte aus Juli sein. Sei es jetzt zum Beispiel eine Sonderrufnummer eines Gewinnspiels oder eine Auslandstelefonnummer. Schauen wir uns doch mal eine Rechnung genauer an. In deiner Rechnung siehst du hier auf der ersten Seite den Betrag. Und auf der zweiten Seite siehst du dann auch die Details, wie sich diese Rechnung zusammensetzt. Wenn wir uns jetzt die Rechnung einmal genauer anschauen, dann sehen wir hier unter dem Punkt Grundpreise die anteilige Berechnung bis zum Kündigungstermin. Und auch weiter unten siehst du dann, dass Disney Plus anteilig bis zum Ende berechnet wurde. Schauen wir uns doch mal eine Abschlussrechnung an mit Verbindungsentgelten aus dem Monat vor dem Kündigungstermin. Gekündigt wurde hier der Festnetzanschluss zum 31.12. Das bedeutet jetzt in dem Fall, dass der volle Monat abgerechnet wird, in dem Fall für den Anschluss und auch für das gemietete Gerät. Und wenn wir nun einmal in die Verbindungsentgelte schauen, sehen wir hier noch den November, in dem Fall den Vormonat. Hier hat der Kunde eine Auslandsrufnummer angerufen und deshalb erscheint der November nochmal. Ein wichtiger Hinweis noch. Wenn du deinen Festnetzanschluss bei uns kündigen solltest, dann kündigst du in dem Fall auch nur den Anschluss. Nicht aber deine weiteren Services, sprich wie zum Beispiel Mietgeräte oder der Computerhilfe bzw. Digital Home Service. Kündige diese bitte separat. Du kannst dafür auch unser Kontaktformular nutzen. Und denk bitte daran, schick uns bitte deine Endgeräte pünktlich zurück. Denn je nachdem, wann du die Geräte zurückschickst, kann es passieren, dass wir dir eine weitere Rechnung erstellen, die entweder eine Gutschrift oder einen fälligen Betrag beinhaltet. So, jetzt hast du also deine Abschlussrechnung erhalten. Prüf jetzt bitte noch einmal nach, ob du wirklich alles gekündigt hast, was du kündigen wolltest. Und anschließend werden wir in den nächsten paar Tagen den fälligen Betrag von deinem Konto abbuchen. Das heißt also in unserem Beispiel, du kündigst deinen Festnetzanschluss zum 12. August, die Abschlussrechnung wird bis Mitte August dir zugestellt und die fällige Abbuchung wird gegen Ende August erfolgen. Damit ist nun die letzte Abrechnung deines Festnetzvertrages abgeschlossen. Wir wünschen dir alles Gute und würden uns freuen, dir an anderer Stelle weiterhelfen zu dürfen.